Hallöchen und willkommen zurück zu Marty McFly versucht ins Rathaus zu kommen. Und ich glaube, unsere einzige Möglichkeit... Oh, yeah, ich kann hier über den Boden sliden. Das ist ja mal was Schönes. Geht das nochmal? Hallo? Nö. Ist, glaube ich, Officer Parker. Bonjour. Können Sie mir sagen, wo ich Doc, Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Heftig. Ja, total. Warum filzen Sie mich? Glauben Sie, ich habe eine Waffe? Waffen, Schmuggelware. Schmuggelware? Du weißt schon. Alkohol, Kippen, Kaugummi, Hunde, Gummibärchen. Komm schon, McFly. Du weißt genau, dass die Unkenntnis der Bürgerverordnung 2XM keine Entschuldigung ist. Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden. Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst Okay, ist alles nichts Neues. Seit wann sind Sie Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifer's Dad einen Cop gemacht. Super. Das hilft mir aber immer noch nicht weiter. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Natürlich. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Was haben wir hier noch für eine Tafel? Der ursprüngliche Uhrenturm war 1885 eingeweiht worden. Der Zeiger setzte sich am 5. September 1885 um 20 Uhr erstmals in Bewegung. Das wissen wir waren dabei. Am 5. November 1955 schlug ein Blitz in den Uhrenturm ein und beschädigte das Uhrwerk irreparabel. Auch das sind wir, der waren wir ebenfalls 1976 wurde die beschädigte Uhr im Zuge des Innenstadtsanierungsprojektes ausgebaut und durch eine moderne Uhr ersetzt, die gleichzeitig das Fenster zum Bürgermeisterbüro ist. Sehen Sie hinauf. Vielleicht entdecken Sie hinter dem Glas eine Gestalt. Das ist der erste Bürger Brown, der darüber nachsinnt, wie er Ihnen die Zukunft verschönern kann. Ja, verschönern. Vielleicht können wir einen Stein da hochschmeißen, obwohl ich glaube, so weit reicht das nicht. Ich will da rein. Jetzt müsste er eigentlich so als Schatten auftauchen, der Bürger Braun. Tore? Die sind neu. Ja, und natürlich zu. Gut, das haben wir schon mit den Recyclingtonnen. Hier ist nichts Brauchbares. Gegensprechanlage? Für wen denn? Wo liegt das Problem, Bürger? Ups, falsche Nummer. Wieso? Wo liegt das Problem, Bürger? Es ist alles in Ordnung. Uns geht's gut. Uns allen geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen? Wo liegt das Problem, Bürger? Also, ich krieg einen Doppelten mit allem drauf. Fritten und eine Kur... Jetzt reicht's. Es heißt nicht ohne Grund Notfallsprechanlage. Ich verpasse Ihnen jetzt einen SCR 300. Nehmen Sie Ihren Strafpunktebeleg mit. Oh nein, ein SCR 300. Wer immer am anderen Ende sitzt, ich nerve ihn besser nicht. Warum nicht? Wer immer am anderen... Habe ich jetzt einen SCR 300? Oh ja, ich habe ja schon 5 Stück. Wozu sind das noch gar nicht? Sehen wie Strafzettel aus. Muss ich Strafe zahlen oder so? Vielleicht muss ich ja noch mehr Strafzettel sammeln und werde dann irgendwie strafrechtlich vor den Pfarrer, vor Pfarrer Baldorf geladen. Nein, vor Citizen Brown. Jawohl. So macht man das. Macht Spaß, Kleiner. Wer spricht da? Versuchte Zerstörung öffentlichen Eigentums verstößt gegen C64. Ich wollte sie nicht zerstören. Nehmen Sie Ihren Strafpunkt. Yeah. Okay, wir müssen also Strafpunkte sammeln. Sehr schön. Wie viel brauchen wir noch, bis wir vorgeladen werden? 10? 20? Ja, guck mal böse die Gegensprechanlage an. Hihi. Na? Wer immer am anderen Ende... Mom. Mit fettem Hintern. Wie geht's? Mom? Ich habe keinen guten Tag, Mom. Kann ich dich etwas fragen? Wir haben alle unsere Probleme. Ich
Mein Zeitplan ist weg. Was muss ich diese Woche tun? Aber nächsten Montag ist Junior Brown Brigade. Junior was noch? Und Dienstag ist schon Schul-UN. Schul-UN? Was? Mhm. Du vertrittst Djibouti. Am Mittwoch leitest du dann den Brettspielclub im Freizeitzentrum. Okay, das reicht mir. Gott, oh Gott. Wie spießig ist der verdammte Kacke? Alle behandeln mich, als wäre ich irgendein Streber, Mom. Sie sind neidisch, weil du so ein perfekter Bürger von Hill Valley bist. War ich schon immer so? Schon immer ein perfekter Sohn? Schon seit 18 Jahren. Na toll. Was war, als ich das Wohnzimmer in Brand gesetzt habe? Oh, du wolltest uns doch nur das Löschmittel zeigen, das du mit deinem Chemiebaukasten gemischt hast. Echt stark. Okay. Ich habe Jennifer heute gesehen. Oh, Jennifer. Was für ein hitziges Mädchen. Versöhnt ihr euch wieder? Sie hat mich abserviert. Ich bin nicht die größte Beziehungsexpertin, wenn man bedenkt, dass ich den ersten geheiratet habe, der mir vor die Füße gefallen ist. Aber du solltest vielleicht weniger Zeit mit deinen Mikroskopen und Ameisenfarmen verbringen und dich mehr um sie kümmern. Was gefällt dir, Martin? Was sind ihre Interessen? Ich weiß es nicht mal mehr. Siehst du? Das ist auch eine ganz andere Jennifer, als ich kenne. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Also, überhaupt. Fragen wir sie mal nach ihr selber und warum sie so wenig Sport treibt. Was ist mit dir, Mom? Was soll denn sein? Warum bist du hier und polierst die Statue? Ich weiß, dass ich diesen Monat für die Uhr eingeteilt war, aber dann hat Needles Mom etwas von dem schlechten Tofu gegessen. Deshalb wurden die Aufgaben im L-Sektor neu verteilt und jetzt bin ich hier. Ich würde lieber die Uhr sauber machen. Da oben ist es viel schöner ohne all die Kameras. Die Kameras? Wink dem großen Bruder oder dem Vater in dem Fall. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, da hochzukommen, indem wir irgendwie rausfinden, wie wir die Uhr polieren dürfen und dann durch die Scheibe des Ziffernblatts brechen und mit Doc sprechen. Da bestimmt ganz gut auf zu sprechen. Ich habe dich mit Biff über das Bürger-Plus-Programm reden gehört. Biff sagt, ich wäre die perfekte Kandidatin dafür. Ich kenne Biff. Und wenn die Leute durch das Bürger-Plus-Programm so werden, willst du das nicht. Aber das hat Biff verändert. Sieh ihn dir an. Er scheint so glücklich, so zufrieden mit der Stadt. Was würde ich nicht geben? Er ist ein Zombie, Mom. Dein Vater sagt immer, dass ich das Werk unseres großen Bürgers Brown nicht genug würdige. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mich ändere und einfach mit dem Strom schwimme. Okay, aber warte noch etwas, ja? Du solltest lieber nichts Unüberlegtes tun. Anderes Thema. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Scheint, als ob ich niemanden mehr kenne. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass du mehr rauskommen solltest. Gibt es eine Möglichkeit, mit Bürger Brown zu sprechen? Du weißt, wie schwer das ist, Martin. Der große Mann verbringt so viel Zeit damit, neue Regeln aufzustellen und Apparate zu erfinden, die nicht richtig funktionieren, dass er kaum Zeit hat, mit uns zu reden. Das ist wohl der Preis für eine sichere, glückliche Stadt. Dann spricht er mit niemandem? Außer jemand beginnt, Strafpunkte zu sammeln. Daran hat er immer noch ein persönliches Interesse. Okay. Du könntest natürlich mit Mrs. Brown sprechen. Clara? Nein, Dummchen, Edna. Edna Strickland? Das war doch klar. Das hätte er doch wissen müssen. Die hat doch wahrscheinlich diesen ganzen Krempel ihm in den Kopf gesetzt mit diesem Überwachungsstaat, mit der Überwachungsstadt. Die ist warte, doch so drauf. Warte, Doc, Bürger Brown ist mit Edna Strickland verheiratet? Hast du dir den Kopf gestoßen? Sie sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet. Glücklich. Und wenn du mich fragst, dann hat Edna in der Beziehung die Hosen an. Das war klar. Sie gibt auch immer die täglichen Mitteilungen bekannt. Sie schreibt sie wahrscheinlich auch selbst. Nein. Ich muss mich hinsetzen. Ja, mach doch. Setz dich hin, auf den Boden. Biff ist ungewöhnlich freundlich. Sollte er auch sein. Er hat gerade das Bürger-Plus-Programm abgeschlossen. Bisher scheint es, als hätte ihm das wirklich gut getan. Findest du nicht, dass er seltsam ist? Ich meine, er ist so zombie-mäßig. Darum geht es doch, oder? Weißt du noch, wie er war? Ein schrecklicher Störenfried. So schlimm war er nicht. Naja, dann hättest du ihn mal in der Highschool sehen sollen. Kann ich mir vorstellen. Was hältst du von Jennifer, Mom? Nun, sie machte einen ziemlich wilden Eindruck, Schatz. Ich habe wirklich gehofft, dass etwas von ihrer, Lebensfreude auf dich abfärbt. Wie meinst du das? Lebensfreude? Oh ja, Martin.
du bist manchmal etwas verklemmt. Du musst es nicht schönreden, Mom. Vielleicht musstest du es mal hören. Es ist in Ordnung, Prioritäten im Leben zu haben. Aber vielleicht hätte Jennifer weiter oben auf deiner Liste stehen sollen. Ja, sollte sie. Du hast schon die Gitarre gekauft. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Frauen lieben Musiker. Ja. Übe nur weiter, dann wirst du sicher besser. Was redest du da? Ich bin ein guter Musiker. Aber sicher, mein Schatz. Natürlich, klar. Jens Vater mag mich wohl nicht besonders. Er ist nur etwas gestresst. Dass er in die Fußstapfen seines legendären Vaters treten muss, macht den armen Danny Junior ein wenig nervös. Das sehe ich. Aber er erfüllt seine Aufgabe. Dank ihm und seinem Vater ist Hill Valley seit Jahrzehnten so trocken wie die Sahara. Leider. Trocken? Doc hatte recht. Wir haben es übertrieben. Anderes Thema. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Liegt es an mir oder ist Hill Valley heute sehr streng? Manche sagen vielleicht sogar erstickend. Aber das hast du nicht von mir. Doch, jetzt schon. Biff sagte, er hätte Ärger für den Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit bekommen. Unglaublich, oder? Klar, in den 60ern ist es etwas außer Kontrolle geraten mit der freien Liebe und allem. Aber jetzt gibt es selbst fürs Händchenhalten eine mündliche Verwarnung. Dann ist Küssen verboten? Sogar Umarmungen. Es ist barbarisch. Die im Rathaus behandeln uns wie Kinder auf Klassenfahrt. Okay, das heißt, wir müssen jemanden umarmen offenbar, dann Schmugglerware besorgen und noch etwas mit Hunden. Biff hat all die Schmuggelwaren erwähnt, die er früher hatte. Weißt du irgendwas davon? Was willst du damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich will nur wissen, was für Schmuggelwaren im Umlauf sein könnten. Alles. Damit ich darauf achten kann, wie ein guter Bürger. Nun, von solchen Dingen weiß ich nichts. Aber die Leute schmuggeln noch Alkohol aus der Nachbargemeinde. Ich habe gehört, dass die Kinder kopierte Ausgaben von Dungeons and Dragons schmuggeln. Nein. Das wäre sicher was für dich, hm? Was meinst du, Dungeons and Dragons? Ich werde darauf zurückkommen. Und die Hunde. Ist es wahr, dass Biff für das Hundeverbot verantwortlich ist? Ich denke, das war Ednas Idee. Natürlich. Hunde waren immer ihr Wunderpunkt. Aber dein Vater und ich, wir lieben Hunde. Ja, das, darum haben sie auch Marty als Sohn. Warum hatten wir nie einen Hund? Wir wollten einen Hund, um euch Kindern Verantwortung beizubringen. Doch als ihr dann da wart, waren Hunde schon verboten. Jetzt werden wir wahrscheinlich niemals einen Welpen großziehen. Oh. Mom, das ist vielleicht das Traurigste, was ich je gehört habe. Naja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Ich glaube, jetzt haben wir alles abgehakt. So, okay, jetzt müssen wir irgendwo einen Hund herkriegen. Dann müssen wir jemanden umarmen. Können wir die Statue ein bisschen ärgern. Hui. Lassen Sie die Statue in Ruhe. Na gut. Ha. In your face. So, wir können den Müll falsch sortieren. Das wäre bestimmt auch was Strafpunkte wert. Kein Interesse. Und nicht. So. Können wir vielleicht in Erfahrung bringen, wie viele Strafpunkte wir brauchen? Hören Sie auf, dauernd den Knopf zu drücken! Lassen Sie mich rein! Oh, jetzt gibt's hier Ärger. Von Edna. Gott, die sieht ja aus. So, und jetzt ist endgültig Schluss damit. Bitte, nur 5 Minuten mit Bürger Brown. Kein Termin, kein Zutritt, keiner. Kein Wenn und Aber. Ja. Alte Zicke. So komme ich da wohl nicht rein. Also doch, Strafpunkte sammeln. Wie viel haben wir denn inzwischen? Können wir das angucken? Sehen wie Strafzettel aus. Muss ich Strafe zahlen oder so? Nein. Wenn man genug bekommen hat, kriegt man einen Lottoschein gratis. So. Officer. Bla 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 bla, nichts Neues. Ich muss wieder. Nein. Nein, wa. Nein, genau. Von ihm habe ich auch schon Strafpunkte bekommen. So. Mal gucken, ob wir mit Biff noch irgendwas anstellen können. Vielleicht können wir ihn noch irgendwie ärgern. Kriegen wir auch noch Strafpunkte für. Tisch. Schmeißen wir den Tisch um. Burger Plus? Hm. Hast du kurz Zeit, Biff? Na klar, Martin. Was ist los?
Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger-Plus-Programm hilft... Immer. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Ja, das ist wahrscheinlich dann in dieser Decycling-Tonne dann alles. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. Genau so ist das. Du hattest echt Ärger wegen Hunde. Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Wahrscheinlich sogar. Wechseln wir das Thema. Danke. Bemitleiden wir dich nochmal. Ich glaube, das hatte ich eh schon alles, aber... Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin. Mach mich nicht wütend. Oh. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin. Na gut, Biff. Wie können wir ihn denn wütend machen? Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Ich überlege mal, ob ich irgendwas noch anstellen kann mit seinem Krempel. Aber ich glaube, wir machen erstmal wieder einen kurzen Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Folge zum Biff-Ärgern.